Ich heiße Nathalie Bierli, bin 27 Jahre alt und bin beim Fahrradfahren entführt worden. Es ist ein sonniger und warmer Julitag, als Nathalie Bierli am frühen Nachmittag aufs Rad steigt. 3 Monate nach der Geburt ihres Sohnes will die Triathletin langsam wieder in Form kommen. Ich bin eigentlich an dem Tag eine Route gefahren, die ich sonst schon lange nicht mehr gefahren bin. Einfach weil ich mal was Neues fahren wollte. Und bin zuerst Richtung Weiz, das ist die nächste Stadt, gefahren. Und dann auf kleinen Wegen, die ich recht spontan entschieden habe, wieder zurück. Ich bin gerade aus einer Ortschaft rausgefahren. Und das war so gerade in einer Bergaufpassage am Ende des Waldstückes. So, das Auto hat sich von hinten genähert. Ich habe es aber gar nicht gehört, weil ja, man achtet dann doch nicht auf alle Autos, die vorbeifahren. Bin dann eben plötzlich angefahren worden und auf die rechte Seite geflogen. Also neben der Straße war eben Wiese, in die Wiese hinein. Da ist mir noch gar nicht viel passiert. Ich bin dann eben auch dem Autolenker entgegengegangen und wollte einfach nur den Unfall eben klären und habe mir gedacht, da will mir sicher helfen. Und dann habe ich nur plötzlich gespürt, wie auf mich eingeschlagen wird. Ich bin dann noch bald zu Boden gegangen. Ich kann mich noch an ein paar Schläge erinnern. Die 27-Jährige wird gefesselt und ins Auto verschleppt. Sie wird ohnmächtig. Die Ärzte haben auch gesagt, es ist ganz normal, dass ich da auch das Bewusstsein verloren habe, da der Schädelknochen eben auch gebrochen war und sich ein Hämatom gebildet hat. Also der Kopf auch, es ist genau eine Stelle, die was unterm Helm ist. Der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, ist eigentlich, dass ich komplett gefesselt und mit verbundenen Augen und zugeklebtem Mund auf der Rückbank von einem Auto gelegen bin. Also ich habe mir einfach nur gedacht, okay, was passiert da jetzt? Ist das jetzt real oder träume ich gerade? Oder man denkt sich nicht, dass man wirklich mal in so eine Situation kommen könnte, dass ein komplett Fremder einen entführt und dass man wirklich gefesselt wird und weggebracht. Aus den Augenwinkeln durch die Augenbinde durch habe ich schon ein bisschen was sehen können, aber eben nur so Umrisse, eben, dass ich in einem Auto bin, und habe gesehen, dass das Auto ziemlich vermüllt ist. Also da waren irgendwelche Blätter waren drinnen, Papier von Snacks, schätze ich einmal. Ich war still, weil ich ehrlich gesagt auch echt Angst gehabt habe. Die Fahrt führt in den Wald. Der Mann parkt das Auto vor einem Haus und schleift sie ins Innere. Und dort hat er mich dann in einen dunklen Kleiderkasten gesperrt. Und dann die Tür auch zugemacht und mich wieder allein gelassen. Im Schrank die ersten klaren Gedanken. Also da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, ja, ich weiß nicht, ob ich den Tag überhaupt noch überlebe, oder habe mir nur gedacht, was hat er jetzt mit mir vor? Werde ich jetzt, keine Ahnung, gefoltert, oder bringt er mich um, oder lässt er mich einfach da drinnen? Und ich habe eigentlich auch irgendwie an Natascha Kampusch immer denken müssen und gedacht, okay, vielleicht hält er mich da jetzt ewig gefangen, oder ja, keine Ahnung, was jetzt passiert. Immer wieder verliert Nathalie Bierli das Bewusstsein. Als sie zwischendurch aufwacht, ist sie nicht mehr im Schrank. Die Schmerzen am gebrochenen Schädel nimmt sie durch die Schocksituation gar nicht so richtig wahr. Das nächste, woran ich mich eigentlich erinnern kann, ist, dass ich dann auf einem Bett wieder aufgewacht bin. Da war ich auch ganz allein. Arme, Beine waren gefesselt, aber ich bin am Rücken gelegen, war nackt. Also der Mann dürfte mich ausgezogen haben. Nathalie Bierli versucht sich zu orientieren und entdeckt etwas Außergewöhnliches auf dem Fensterbrett.
Die Arme waren vorm Körper gefesselt. Und ja, was ich mich erinnern kann, ist, neben dem Bett war ein großes Fenster. Und da habe ich gesehen, okay, es wird schon dämmerig und das doch ja, Ende Juli war, muss es da einfach schon gegen 8 Uhr gewesen sein, nehme ich mal an. Also es sind dann doch schon ja, 3-4 Stunden vergangen. Meine Augen waren dann auch nicht mehr gebunden. Ja, da ist mir das Fenster eben nur aufgefallen. Und in dem Haus sind wahnsinnig viele Orchideen, weil auch auf dem Fensterbrett waren mir einfach nur Orchideen. Die sind mir da auch schon aufgefallen. Die meisten waren so rosa-lila, aber es waren auch ein paar weiße dabei. Es war richtig grauslich im Haus. Es ist am Boden überall Wäsche liegen. Das Bett hat nach Schweiß gestunken. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nichts irgendwie realisiert, dass der mir eigentlich schon irgendwas angetan haben könnte oder überlegt, warum hat er mich ausgezogen, hat er mich vielleicht vergewaltigt oder ist irgendwas passiert. Zu dem Zeitpunkt war eigentlich immer nur, was passiert als Nächstes, wie komme ich da wieder frei, komme ich wieder frei. Was auch oft im Kopf war, ist, werde ich den nächsten Morgen noch erleben oder nicht. Aber für mich war es im Nachhinein eigentlich sehr eigenartig, wie emotionslos ich die ganze Zeit war. Was denkst du in dem Moment, wo du dich gefesselt und nackt auf einem Bett siehst? Ja, also das war eigentlich eine so eine Situation, wo mein Verhalten für mich selber sehr eigenartig war. Weil ich mir eigentlich gedacht habe, mal so empfindet man einfach Scham und Angst und denkt sich, okay, was ist passiert? Aber ich war in dem Moment, also Scham war eigentlich recht wenig da. Das Martyrium geht weiter. Ich war dann aber auch nicht lange allein, also ist dann bald dazukommen. Ja, ins Zimmer, genau. Wie er reingekommen ist, kann ich mich nur erinnern, dass er ihm gesagt hat, wir trinken jetzt eine Flasche Wein gemeinsam. Er hat mich immer mit Sie angesprochen. Mich im Bett einfach aufgesetzt. Wenig geredet. Und haben wir dann den Wein wirklich in den Rachen gesteckt, so dass ich eigentlich kaum trinken habe können. Und es war wie wenn er mich dazu zwingen wollte, wie wenn das für ihn so eine Art Date wäre. Also er will einfach mal mit einer Frau einen Wein trinken und einen schönen Abend verbringen. Und das war einfach so die krankhafte Art, wie er das quasi machen wollte. Was der Entführer vorhat, Nathalie Birli kann es absolut nicht einschätzen. Ja, es war eigentlich alles sehr komisch und eigenartig. Und der Mann ist mir jetzt auch nicht wirklich irgendwie, also nicht so vorkommen, wie ich mir jetzt einen typischen Verbrecher oder Auftragskiller oder so vorstelle. Er hat auch sehr ungepflegt gewirkt und ja. Das abartige Date geht weiter. Der Entführer bittet im übertragenen Sinn zu Tisch. Hat er mir auch irgendwas zu essen gegeben, wo ich glaube, es war Katzenfutter. Also es war irgendwas Fleischiges und das hat er mir auch quasi gezwungen, das zu essen. Und ja, der Geruch war auch sehr, es hat ihm wie Katzenfutterdosen überall gerochen. Ja, es war schon auf jeden Fall sehr, sehr grauslich. Also ich wollte es auch nicht essen. Er hat auch gesagt, also wenn ich das tue, was er mir sagt, dann bin ich am nächsten Morgen eine freie Frau. Das hat er immer wieder gesagt. Auf jeden Fall war die Angst so groß, dass ich dann wirklich einfach immer gemacht habe, was er sagt. Rund 200 Freiwillige und Polizisten sind zu dieser Zeit bereits auf der Suche. Ohne Erfolg. Für die 27-Jährige geht der Horror weiter. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, dass er dann gesagt hat, wir gehen jetzt baden, oder er muss mich jetzt baden gehen. Und dann hat er mich wieder von dort, von dem Zimmer mit dem Bett eben wieder hochgehievt und ins Badezimmer gebracht, wollte eben, dass ich mich da in die Badewanne hineinsetze. Oh, das
Dann habe ich nur gesagt, dass das Wasser kalt ist und das dürfte irgendwie wieder so ein Moment sein, wo der Mann richtig zornig geworden ist. Und dann war ich noch außerhalb der Badewanne und er hat mir einfach den ganzen Oberkörper, also ich bin am Boden gekniet und er hat mir den Oberkörper unter Wasser gedrückt. Und ja, also mir ist es einfach ewig lang vorgekommen. Immer wieder den Oberkörper unter Wasser gedrückt. Ich habe versucht, mich aufzubäumen. Habe das eben nur mit der Rückenmuskulatur machen können. Habe dann einfach auch schon gemerkt, okay, mich beginnt es jetzt so richtig zu recken, weil ich keine Luft bekomme. Und ja, einfach mit aller Kraft versucht, mich da wieder zu befreien. Ja. Wie lang das wirklich war, kann ich schwer sagen. Ich würde jetzt sogar fast 2 Minuten schätzen, da ich eben, also früher eben auch Leistungsschwimmerin war. Ich weiß, 75 Meter kann ich tauchen und 75 Meter sind ungefähr 1:30 Minuten. Und das ist was ich kann. Und ich glaube, dass das viel länger war. Aber vielleicht war es auch, weil es einfach ein vorbereiteter Moment war. Das war der Moment, wo ich mit dem Leben eigentlich schon abgeschlossen habe. Also da war ich mir sicher, gut, ich ersticke da jetzt. Nathalie Birli ist kurz davor aufzugeben. Da geschieht das Unerwartete. Der Entführer lässt von ihr ab. Warum? Sie weiß es bis heute nicht. Da muss ich echt sagen, das ist wie man es oft hört. Also dass das komplette Leben zieht an einem vorbei. Es sind irgendwie, man hat auf einmal Bilder im Kopf, die schon Jahre zurückliegen. Man hat seine Liebsten noch einmal im Kopf. Und ja, man denkt irgendwie schon darüber nach, was passiert jetzt nach dem Tod quasi. Du bist im Gedanken schon in einer anderen Welt. Genau, man ist in Gedanken in einer anderen Welt. Du bist gar nicht mehr in der Situation. Genau, man denkt schon. Ich denke auch, dass das der Körper eine automatische Reaktion gibt, um einen zu schützen. Dass man quasi irgendwie weggebeamt wird im Kopf. Weggebeamt wird und doch noch schöne Gedanken hat. Oder? Richtig. Ich denke, das kann der Körper automatisch machen irgendwie. Was waren das für Bilder? Also welche Situation, Lebenssituation war das? Mein Sohn war da erst 3 Monate alt, also noch ein wirklich ganz kleines Baby. Und einfach die Zeit nach der Geburt, den Kleinen das erste Mal, mit nach Hause nehmen. Meine ganze Familie habe ich quasi noch einmal gesehen. Mir ist dadurch irgendwie vielleicht mehr bewusst geworden, was die Sachen sind, die ich gern tue und dass man sich dafür in Zukunft einfach mehr Zeit nehmen sollte. Für die wirklich wichtigen Dinge. Genau. Der Mann bringt die 27-Jährige in ein anderes Zimmer. Doch sein unberechenbarer Zorn hat sich offenbar noch nicht gelegt. Also wie ich auf dem Schreibtischsessel gefesselt war, da ist er ja einmal kurz verschwunden, wo ich nicht genau gewusst habe, was er macht. Sie muss weiter um ihr Leben fürchten. Und dann ist er wiedergekommen und hat mir plötzlich ein Tuch oder ich glaube, es waren sogar 2 Tücher. Kann ich genau sagen, was es war. Es war irgendein dunkler Stoff, vielleicht was ein T-Shirt, vielleicht was irgendein Fetzen. Vom Mund und Nase gehalten, sodass ich wirklich eigentlich kurz nachdem ich in der Badewanne schon geglaubt habe, ich muss ersticken, jetzt mir gedacht habe, okay, jetzt bringt das wirklich zu Ende, jetzt mag ich mich endgültig umbringen und ich muss ersticken. Aber das war wesentlich kürzer als davor in der Badewanne. Der Entführer schleppt sein wehrloses Opfer wieder zurück ins Bett. Inzwischen sind schon Stunden vergangen. Es muss schon spät sein. Ich habe mir gedacht, jetzt, wenn schon ein paar Stunden vergangen sind, dass mich sucht ganz bestimmt irgendwer. Aber dann ist mir auch wieder klar geworden, okay, ich bin da irgendwo in einem Haus, abseits der Straße. Wie soll mich da jemals irgendwer finden? Ja. Es ist tiefdunkle Nacht und Nathalie Birli hat kaum noch Hoffnung. Plötzlich beginnt der Mann, seine Kleidung abzulegen. Er hat sich dann dazugelegt. Ich weiß gar nicht, ob unter die Decke oder daneben. Nathalie Birli erstarrt vor Schreck, wagt es kaum zu atmen. Sie wünscht sich, dass das alles nicht real ist. Doch genau das ist es.
ich war mir oft auch gar nicht sicher. Vielleicht haben wir oft gedacht, okay, vielleicht träume ich das jetzt wirklich alles nur. Ich muss sagen, also mir war das in dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie so bewusst, dass er mich vielleicht vergewaltigen könnte oder irgendwas. Ich glaube, dass ihm das auch irgendwie peinlich war, dass er selber auch nackt war. Sich dann aber irgendwie nicht ganz drüber traut hat, beziehungsweise einfach keine Erektion zusammengebracht hat. Ich war wirklich in so einem Zustand so zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit und habe eigentlich nicht mehr wirklich wahnsinnig viel mitbekommen. Dann formuliert sie einen Satz, der alles verändert. Du hast voll schöne Orchideen. Ich kann selber gar nicht sagen, warum, aber habe dann einfach irgendwie gesagt, ah, du hast voll schöne Orchideen. Ich glaube auch einfach, um irgendwie von der Situation abzulenken, wollte ich einfach irgendwas sagen. Also im Nachhinein, glaube ich, war das Beste, was ich da sagen hätte können. Weil das war beim Täter auch wieder so irgendwie ein Wandel. Der hat mich dann mal angeschaut und hat sich bedankt und hat mir erklärt, dass er seine Orchideen immer mit Aquariumwasser gießt und sie deshalb so schön wären. Und hat dann erzählt, dass er eben ein Aquarium hat und sehr tierlieb ist. Also hat dann eigentlich wie in so einem Redefluss einfach begonnen zu erzählen. Und dann bin ich irgendwie aus meiner Schockstarre ein bisschen rausgekommen. Und das war der erste Moment, in dem ich eigentlich wirklich irgendwie geweint habe. Ihn angefleht, mich nicht umzubringen. Und ja, er hat dann wieder gesagt, nein, am nächsten Tag bin ich eine freie Frau. Dann hat er mir erzählt, dass eben am gleichen Tag seine Freundin mit dem Schluss gemacht hat und einfach zornig war und generell einen Zorn auf Frauen hat, weil seine Mutter sei Alkoholikerin und sein Vater hat er nie kennengelernt und er ist bei den Großeltern aufgewachsen. Und dann hat er mir aber wieder erzählt, dass er noch nie länger als einen Tag eine Beziehung gehabt hat, wo ich mir wieder gedacht habe, das ist alles sehr, sehr eigenartig. Die 27-Jährige hat eine Idee. Dann habe ich ihm eigentlich vorgeschlagen, ich könnte ihm vielleicht helfen, Freunde zu finden. Es hat irgendwie den Anschein gemacht, er hätte einfach überhaupt keine Freunde und keine sozialen Kontakte. Ja, das können wir so machen. Ja, er hat mich einfach am nächsten Morgen freilassen. Bringt er mich nach Hause oder darf ich weglaufen? Und er hat gesagt, ja, er würde mich einfach wieder heimführen. Habe ich ihm auch vorgeschlagen, wäre es nicht einfach, wenn er mich gleich freilässt, weil dann wirkt es auch irgendwie plausibler, als wenn jetzt die ganze Nacht vergangen ist und ich am Vortag Radfahren war. Das war eben auch der Moment, wo ich den Hubschrauber gehört habe. Und da habe ich dann gesagt, ich glaube, die Leute suchen mich schon. Also der Hubschrauber ist wahrscheinlich wegen mir da. Und ich habe gesagt, wir können ja sagen, dass mir ein Reh vors Rad gelaufen ist. Und ich dann quasi gestürzt bin. Und er hat mich am Straßenrand gefunden und bringt mich dann heim. Also der Moment, wo quasi das Gespräch begonnen hat, das war das erste Mal, wo ich irgendwie wirklich Emotionen zu der ganzen Geschichte aufbauen kann. Ja, ich habe mich dann eigentlich anziehen gehen dürfen. Ich glaube, dass der Täter wirklich gehofft hat, ich würde ihm helfen, Freunde zu finden. Bevor wir quasi das Haus verlassen haben, hat er mir seine Handynummer aufgeschrieben und die Handynummer hinten ins Trikot reingesteckt und mich auch gebeten, ihm seine Handynummer auf einem kleinen Zettel aufzuschreiben, was ich auch wieder sehr eigenartig gefunden habe. Ich habe ihm eigentlich meine Handynummer und ich habe nur eine Nummer vertauscht, weil ich ihm dann wirklich aufgeschrieben habe. Ja. Danke. Und dann hat er quasi die Tür aufgemacht und wir sind beide rausgegangen und dann sind wir vor dem Auto gestanden und er hat gesagt, er muss noch mal kurz mein Rad holen. Hab dann noch kurz überlegt, soll ich jetzt weglaufen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist ja komplett finster, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Dann hat er ein Auto, dann erwischt er mich vielleicht wieder und dann bringt er mich erst recht um. Also habe ich dann echt beschlossen, einfach zu warten. Er hat dann wirklich mein Fahrrad geholt, hat das Fahrrad dann hinten ins Auto geladen. Ich habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt und dann ist er tatsächlich mit mir losgefahren. Also das war so eine Situation, da ich richtig viel Angst gehabt.
Einfach weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich im Auto. Also die ganze Zeit Herzklopfen gehabt, habe wieder gedacht, okay, vielleicht bringt er mich nach Hause, vielleicht auch nicht. Und dann habe ich ihm erklärt, wo er hin muss, haben gesagt, eben ja, in der Nähe vom Friedhof, und haben dann gezeigt, welche Straße er einbiegen muss. Und dann sind wir tatsächlich, ist er mit mir bis vor die Haustür gefahren. Und sobald das Auto zum Stehen gekommen ist, habe ich sofort die Tür aufgerissen und bin eben zur Haustür gelaufen. Mach auf! In dem Moment hat meine Schwiegermutter die Tür aufgemacht, weil sie ein Auto gehört hat. Ich bin in die Arme gelaufen und habe nur gesagt, mach alles zu, der ist komplett irre, ich bin entführt worden. Wir haben geschaut, dass wir überall alle Fenster, Türen zumachen. Der Kleine war eben auch bei ihr, haben uns oben in einem Zimmer eingesperrt. Und dann erst mal die Polizei und meinen Freund angerufen. Wow. Hast du nicht das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich ihn gesehen, ich könnte ihn beschreiben, jetzt muss er mich umbringen? Ja, dass ich mir auch dachte, das ist eigentlich von ihm sehr dumm, weil ja. Ihm muss klar sein, dass, ja. Wenn er dich loslässt, wenn du gehst, genau, dann dass ist ich zur er, Polizei genau, gehe genau. Und das Ganze melde. Mhm. Aber ich glaube, dass er mir da wirklich so sehr irgendwie vertraut hat, dass ich ihm helfen werde, Freunde zu finden. Und der Polizei sagt, es war wirklich nur ein Unfall. Und er hat mich quasi gerettet und heimgebracht. Mhm. Weil er hat dann sogar, ich habe es erst im Nachhinein bemerkt, er hat wirklich mein Rad noch ausgeladen, an die Hausmauer gelehnt und ist wieder nach Hause gefahren und hat geschlafen. Und ja, ist eigentlich unfassbar. 4 Monate nach der Entführung. Nathalie Birli ist wieder im Alltag angekommen. Sie genießt die Zeit mit Mann und Kind. Unmittelbar nach der Tat war das undenkbar. Sie war auf Hilfe angewiesen. Ja, also die Zeit, wo ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, habe ich halt mein Arm war noch eingegipst, fast bis zur Schulter. Und somit habe ich eigentlich ja, ganz alltägliche Sachen nicht selber machen können. Und mich eben um den Kleinen auch noch nicht selber kümmern können. Deshalb habe ich halt immer einen Babysitter gebraucht, war dann viel bei den Schwiegereltern und bei meinen Eltern. Ja, im Nachhinein betrachtet hat es mir eigentlich auch sehr gut getan, weil ich dadurch einfach immer jemanden bei mir gehabt habe. Ja, immer jemanden auch zum Reden gehabt habe und nie allein war. Nicht allein sein war wichtig. Doch noch wichtiger war es für Nathalie Birli, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Mit einem ganz einfachen Mittel. Reden. Ich habe eigentlich fast direkt nach dem Vorfall eigentlich immer drüber reden müssen. Allein schon, weil die Polizei da war, dann die Psychologin im Krankenhaus. Dann wollten natürlich ja, Fernsehen, Zeitungen, alle wollten irgendwie wissen, was passiert ist. Freunde natürlich auch. Ja, aber mittlerweile ist es so, dass das mich gar nicht mehr stört, darüber zu reden, weil ich es jetzt schon so oft erzählt habe, dass ja, das irgendwie schon fast eine Geschichte geworden ist und gar nicht mehr so richtig, ja, richtig real für mich. Nicht mehr mit Angst leben müssen, das ist Nathalie Birli wichtig. Deswegen stellt sie sich ihren Ängsten. Heute begleiten wir sie und ihren Partner dorthin, wo alles passiert ist. Und auch hier kommen sie wieder. Die Flashbacks. Eigentlich das Schlimmste ist, wenn ich Radfahren gehe und von hinten kommt dann ein Auto. Und es ist eben genau wieder die gleiche Situation. Auch wenn es mir damals gar nicht so bewusst war. Aber ich habe jetzt einfach immer Angst, wenn von hinten ein Auto kommt. Und ich denke mir, das könnte man wieder ins Hinterrad fahren. Das sind oft so Flashback-Situationen. Also wenn ich wirklich jetzt irgendeinen Mann sehe, der dem Mann oder dem Autolenker vielleicht ähnlich sieht, dann kriege ich halt wieder Angst, oder wenn ich irgendwie alleine bin und mir kommt dann ein fremder Mann entgegen. Ja, auch beim Laufen oder beim Radfahren eben die Autos. Diese dunkle Nacht soll Vergangenheit sein. Deswegen sieht Nathalie Birli gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten nach vorne. Ja, ich glaube, am meisten hilft mir eben, um die Angstsituationen zu bewältigen, muss ich mich einfach den Angstsituationen stellen. Also versuchen, dass die Situationen wieder Alltag werden, wieder normal sind. Je mehr wir uns auf uns konzentrieren und umso weniger wir uns auf die Person konzentrieren, die eigentlich der Nathalie das angetan hat, umso besser geht es uns.
Der Rückhalt der Familie gibt ihr Kraft. Aber auch ihr Beruf, der für sie Berufung ist. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner bietet sie Personal Coaching für Triathleten an. Das lenkt ab. Doch ein Gedanke quält Nathalie Birli immer wieder. Es war eigentlich immer im Hinterkopf, okay, der weiß jetzt, wo ich wohne. Könnte vielleicht was Ähnliches nochmal machen, könnte versuchen, Rache auszuüben. Ich habe mit meinem Freund auch geredet, dass, wenn, sagen wir jetzt mal, der Mann jetzt vielleicht in 10 Jahren wieder freikommt, ich da auf jeden Fall ein Problem damit hätte und wir da auch beschlossen haben, falls es wirklich so weit ist, dann müssen wir halt dann wegziehen. Ja. Das Gericht verurteilt den Täter zu 7 Jahren Haft, verordnet aber eine anschließende Sicherungsverwahrung. Eine gute Nachricht für Nathalie Birli, die seit ihrer Genesung noch lieber als früher ihre Runden dreht. Der Sport hilft mir sicher, einfach auf andere Gedanken zu kommen und ja, gerade alles irgendwie zu verarbeiten. Also ich habe da einfach nochmal Ruhe, kann in Ruhe über alles nachdenken und ja, mich irgendwie auch auspowern und somit ein bisschen abreagieren. Ich versuche durch das, was passiert ist, eben nicht schlechter zu werden, sondern besser und ja, was daraus zu lernen. Ich mag mich da nicht als Opfer sehen, weil ich finde, ich habe ja an sich nichts falsch gemacht und mag jetzt nicht dafür gerade stehen müssen, sondern ja, ich sehe als Opfer eigentlich fast mehr den Täter. Genau so ist es. Klasse. Ja. Ja, stark. Du hast genau die richtige Einstellung jetzt. Absolut. Sehr stark. Ja, ich finde, man kann eh nur versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, du bist eine starke Frau. Danke. Ja. Finde ich gut. Ja, ich finde das auch als sehr beeindruckend, wie du damit umgehst. Vielleicht ist jede Situation im Leben für irgendwas gut. Ja. Rein statistisch gesehen ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas nochmal passiert, wie zweimal einen Lotto-Sechser haben. Und eigentlich müsste ich mich fast sicherer fühlen als alle anderen Menschen. Und das ist irgendwie sowas, was ich immer im Hinterkopf habe, wenn jetzt wieder so ein Flashback kommt oder wenn ich wieder Angst habe. Okay, nein, eigentlich, ich bin sicher.